Ich möchte die Summe über einen variablen Bereich bilden und das Ganze mit Aggregat und Index realisieren. Hallo und willkommen zu diesem Excel-Tutorial. Das Ganze kann man nochmal nachlesen auf dem Theos-Blog vom 9. Mai 2013. So, schauen wir mal in die Zahlen hinein. Ich habe hier die Spalte B. Wenn ich die markiere, da kommt die Summe von 1652 raus. Das sehe ich auch hier. Hier ist die Summe über Spalte B gebildet worden. Nun möchte ich aber nicht die komplette Summe haben, sondern ich möchte die Summe von einem definierten Bereich haben. Und zwar möchte ich von meinem ersten Wert, wo ich ein x habe, bis zu der Zeile, wo das zweite x steht, die Summe gebildet bekommen. Ich sehe gerade in der Markierung, da resultiert die 440. Und das macht meine Summenfunktion hier oben auch. Hier oben ist eine Summe gebildet worden und die schaut halt, wo ist das erste x? Hier oben mal. So, und wo ist das zweite x? Ein bisschen tiefer. Und bildet die Summe aus dem Bereich, der hier durch die x-Werte markiert wird. Hier 809, unten lese ich 809. So, wie mache ich das? Ich muss erstmal wissen, steht hier nebenan ein x. Das heißt, ich stelle mich hier hin und frage einfach mal, ist der Wert daneben gleich ein x? Und da kommt natürlich hier ein Falsch bei heraus und bei allen anderen Zellen, wo ein x steht, kommt ein wahr, alle leeren bieten ein falsch. Das heißt, ich kann durch den Vergleich prüfen, steht da ein x. Falls da ein x steht, möchte ich wissen, in welcher Zeile steht denn das kleinste x und in welcher Zeile das letzte x. Es gibt die Funktion Zeile und die Funktion Zeile ermittelt immer, in welcher Zeile ich mich gerade befinde. Das heißt, ich bekomme hier die Info, in welcher Zeile stehe ich gerade. Und wenn ich das multipliziere, mit der Frage, ob hier nebenan ein x steht, gleich ist das ein x, kommt hier bei allen, wo ein x steht, eine 1 heraus, nämlich ein var und var mal die Zeilennummer gibt die Zeilennummer, ansonsten steht da immer eine 0. Und hier sehe ich überall dort, wo eine 0 steht, sehe ich entsprechend keinen x-Wert. So, nun ist es also mit der Funktion min eigentlich ganz einfach, mit der Funktion min hier ganz einfach den kleinsten Wert rauszukriegen. Das ist, die 0. Ich will aber gar nicht die 0 haben, ich will die 3. Ja, mit Funktion max wäre es ja relativ einfach, den größten rauszukriegen, die 17. Also von Zeile 3 bis 17 sollte das Ganze laufen, von B3 bis B17. Ich möchte aber die Nullen ausschließen und das realisiere ich mit meiner Matrix, mit meiner Array-Funktion. Ich baue das hier unten einfach nochmal neu nach. Ich kopiere nur mal kurz das hier runter, lösche die Formate hier so und frage ganz einfach das Ganze nochmal ab. Ja, bilde mal die Summe. Die Summe von was? Ja, die Summe hier von, ich markiere mal die Summe von dem ganzen Bereich hier. So, das wäre ja die Summe von dem Bereich B2 bis B32. Aha, so weit gehen die Werte, B2 bis B32. Nein, nun möchte ich dynamisch ermitteln die Zahl B2 und tausche die aus durch die Indexfunktion, Index, gucke mal in die Spalte B, wo, in welche Zeile muss ich da gucken, in die zweite, damit hier eine Spalte ist das Ganze raus, damit da eine B2 rauskommt. Und hier steht das gleiche Ergebnis. Würde ich jetzt hier aus der 2 eine 3 machen, wäre das entsprechend von hier abwärts der Bereich. Jetzt verwandle ich diese letzte Zeile in die 17. Das heißt, auch hier, statt B32 zu definieren, mache ich das mal dynamisch mit Index, na, so halb erstmal zusammengebaut, auch hier von Spalte B und hier tippe ich einfach mal die 17 ein und da, ja, da fehlt mir eine Klammer und da kommt schon das richtige Ergebnis gerade raus. Aber diese Zahlen 3 und 17, die sollen errechnet werden und das mache ich mit der Funktion Aggregat. Ich baue die erstmal hier neben, gleich Aggregat erstmal für den kleinsten. Aggregat k kleinste ist hier die Funktion 15. Und ich werde gleich durch Zahlen teilen, aber auch durch Nullen. Und deshalb ist wichtig,
Fehlerwerte zu ignorieren. Und jetzt ermittle ich die Zeile, in der meine X'e stehen. Nämlich Zeile von dieser ganzen Spalte hier. Ich nehme mal hier den ganzen Bereich B2 bis B32, Klammer zu und teile durch die Frage, steht denn in B2 bis B32, steht da vielleicht ein X? Und da steht manchmal ein X drin, dann steht da ein wahr und dann teile ich durch 1 und manchmal kommt da kein X vor und deshalb kommt da eine 0 raus und deshalb ist wichtig, den Fehler zu ignorieren. Und hier noch eine 1 dahinter und hier kommt, so, und da habe ich jetzt mich auf B bezogen, ich gucke natürlich in Spalte C, ob da die Werte, die X'e vorkommen. Ich gucke in die X'e hier und drücke Enter und dann sehe ich da die Zeile 3. Und diese Funktion hier, die baue ich jetzt einfach, ich kopiere mir die einfach mal raus mit Steuerung C, die baue ich hier statt der 3 einfach dynamisch ein. Und das gleiche einmal mit, das lösche ich, mit der Funktion kgrößte Aggregat, Aggregat 14. So, k größte und hier, na, 14, hier ist mir das egal, weil ich nicht teile, ist mir das egal, ich will nur Leerwerte ignorieren und mein Array ermittelt sich ebenfalls aus der Zeile von B2 bis, ich hätte auch C nehmen können, bis zu diesem Wert, Klammer zu. Und ich multipliziere jetzt mit der Frage, steht denn in C2 bis C32 die 1, das x? Und wenn dann x steht, steht dann wahr und ich multipliziere mit der 1. Davon noch den größten und dann resultiert hier die Zahl 17. Ja, das stimmt. Wenn ich das mal dynamisch verändere, hier jetzt das x mache, in Zeile 12 steht hier die 12. Und auch diesen Teil der Funktion nehme ich, Steuerung C, kopiere den hier raus und bringe den hier statt der 17 in die Formel hinein. So, ich bin fertig mit der Funktion, habe nun also dynamisch den Bereich ermittelt, dynamisch den Bereich zwischen den beiden x'en, habe ich nur ein x, sind kleinster und größter identisch, das heißt, ich nehme nur von dieser Einzelle den Wert, habe ich drei x'e, nimmt er natürlich den kleinsten und den größten, hier diesen Bereich, 494,06, das mittlere ignoriert er entsprechend, ja, ist ja da keine Konkurrenz, also hier, das entspricht sich, wenn ich hier die Summe bilde von diesem Bereich hier, das entspricht sich da einfach. Ja, eine wunderbare Möglichkeit, nur was ist, wenn das hier leer ist, dann kommt da die Fehlermeldung Zahl, deshalb packe ich da noch einen Wenn-Fehler drumherum, Wenn-Fehler. Wenn da ein Fehler bei rauskommen wollte, zeigt mir keinen Fehler, sondern einfach zwei Anführungsstriche, macht das Ganze leer. Und es wäre jetzt natürlich auch noch schick, wenn ich das dynamischer machen könnte. Ich formatiere das mal, Moment, ich mache da mal meine X'e. Ich formatiere das jetzt mal nachträglich um in eine intelligente Tabelle. Ich drücke Steuerung T. Hat das Ding Überschriften? Jupp. Klick auf OK. So, vielleicht ein anderes Layout. Und jetzt tausche ich noch kurz die Koordinaten aus. Das heißt, ich frage nicht global hier in B2 bis 32, sondern markiere hier stattdessen einfach die Werte von dieser Tabelle. Die Tabelle habe ich nicht umbenannt. Das mache ich gleich einmal. Ich markiere hier C2 32, markiere hier die Spalte M. So habe ich sie genannt, Tabelle 1, Spalte M, hier genau das gleiche nochmal. Dann wird sich nämlich, wenn neue Werte mal dazukommen, der Datenbereich hier automatisch erweitern. Die Koordinaten hier noch kurz getauscht. So, und ich gucke trotzdem hier über Spalte B momentan. Ja, in ganz Spalte B. Moment, ich drücke mal Enter. Es funktioniert immer noch. Wenn ich die Tabelle jetzt noch schön benenne, sollte ich natürlich machen, das ist vielleicht Tab-Kontoauszug, dann wird in meiner Formel hier natürlich auch entsprechend immer Tabelle-Kontoauszug stehen, also dass die Formel mit mir besser spricht. Hier so einfach über die ganze Tabelle, über Spalte B zu laufen, kann man natürlich machen. Ich könnte aber auch mich beziehen auf
die Werte hier, die in Spalte B tatsächlich stehen. Aber dann ist ja beginnt die Spalte hier. Und dann muss ich kategorisch immer noch einen Wert hier bei Aggregat abziehen. Das muss ich hier machen. Einen abziehen, minus 1, damit das passt. Auch hier oben noch, wenn hier Spalte B gegen den tatsächlichen Datenbereich ausgetauscht werden soll, hier einmal draufgeklickt, muss ich hier noch ergänzen, ein minus 1 hinter das Aggregat, damit hier der richtige Bereich erwischt wird. Ja, also es funktioniert wunderbar. Hier 333,99, ein schönes Schlusswort. Ja, bis zum nächsten Video.